Wenn man die Kunstgeschichte pur betrachtet, dann scheint sie uns wie amputiert. Aber durch das Handwerk haben wir die Möglichkeit, wirklich in die Vergangenheit hineinzugehen, eine andere Zeitlichkeit herzustellen und einen Ursprung ganz anders zu erfahren. Renata Wenders war fasziniert davon, dass wir selber mit Mitarbeitenden der SKD regelmäßig Werkstätten besucht haben, um diese tiefe Verbindung wieder aufleben zu lassen, die es zwischen den Sammlungsobjekten und den Handwerken gibt. Und so hat sie uns begleitet. Und sie hat dann angefangen, in ihren Fotos und ihren Filmen die Choreografie des Handwerks zum Vorschein zu bringen. Also es ist ja einerseits so, dass die körperlichen Bewegungen, die Gesten, dass die unheimlich schön sind. Also im Grunde wie ein Tanz, eine Choreografie. Und auf der anderen Seite hat jedes Handwerk seine eigene Klangcollage. Und diese Kombination kann man in diesen Filmen erleben. Also tatsächlich war mir wichtig, dass jeder Film anders wird, weil eben jedes Handwerk anders ist. Und die größte Herausforderung war eigentlich immer der erste Tag, wo ich herausfinden musste, wie erzähle ich das jetzt? Ich erzähle sehr viel mit überlagerten Bildern, weil einerseits erzähle ich einen ganz langsamen Rhythmus. Alle Handwerker brauchen Zeit. Aber ich wollte auch keinen langatmigen Film machen. Diese Mischung aus Überblendungen oder Doppelbelichtungen, die die Fülle erzählen innerhalb eines langsamen Rhythmus. Also es ist einerseits schnell erzählt, weil das ganze Handwerk in 7 Minuten erzählt ist, auch recht schnell. Aber andererseits hat man das Gefühl, man ist in einem ganz langsamen Rhythmus drin. Und das hat mir sehr gefallen. Der Schuhmacher macht den Anfang, man tritt hinein, man braucht Schuhe, um hineinzutreten. Im zweiten Raum haben wir dann Spandonien, das einlädt zum Tanz. Du hast die Schuhe, es klackert, du kannst dich bewegen. Dann geht es weiter zum Textil, was man ja für einen Tanzabend vielleicht auch braucht. Und dann den Blaudruck und dann sind wir in der Textilwerkstatt. Es war so wichtig, hier die Werkstatt zu machen. Dann geht es weiter und wir kommen zum Töpfer. An den Töpfer schließt sich dann die Brotwerkstatt an. Hier trifft Esskultur aufeinander. Daraufhin haben wir aber schon das Feuer beim Ofen. Und dann wird es noch heißer. Da geht es zum Schmied. Da haben wir das Element des Feuers. Und dann kommt der ganz große Bruch vom Feuer zum Papier. Das Papier, was so schnell verbrennt, was aber auch so viel mit Wasser zu tun hat. Und auf einmal haben wir so eine Richtung eingeschlagen in Papier, Schreibgeräte, dann das Schreiben. Und in der Schreibwerkstatt kommt diese Reflexion, kommt auch vielleicht eine Nostalgie, auch Melancholie vielleicht auf, wenn man zurückschaut oder wenn man Grüße an jemanden schickt, der gerade nicht da ist. Und dann ist dann der Abschluss die Kunstblumen, die uns daran erinnern sollen, wie vergänglich Handwerk sein kann. Und gleichzeitig, es gibt die Chance. Es gibt noch die Möglichkeit, dass sich Menschen für diese Werkstatt finden. Und deswegen haben wir diesen bittersüßen Abschluss mit der Hoffnung auf Wiederbespielung dieser Werkstatt. Ist eigentlich alles drin, was den Menschen ausmacht. Also es ist die Körperlichkeit drin, aber es ist auch so ein meditativer Alltagsrhythmus, eine andere Zeitlichkeit. Es ist immer auch etwas Kreatives, Künstlerisches dabei. Es geht gar nicht anders. Und dieses Ganze, diese Komplexität, ist absolut berührend. Man merkt auch, wie wichtig es ist, dass das weitergegeben wird an die nächsten Generationen. Vielleicht gerade auch in einer Zeit, die so durchs Digitale bestimmt wird. Also das ist einfach so eine Kostbarkeit, die zu Menschen dazu gehört, aber auch transkulturell ist. Weil das Handwerk ist wie eine universale Sprache.